Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin und ich lese Ihnen mal was vor aus dem Buch Lockdown von Michael Morris. Seite 304, Kapitel Verwirrung und Zorn. Ich glaube, das ist ganz nützlich zu verstehen und zumindest verstehen zu wollen, was 2020 passiert ist. Und dieses Buch ist eines der besten Bücher zum Thema und erläutert so das eine oder andere, was man vielleicht bislang nicht kapiert hat. Okay, also ich lese einfach mal Verwirrung und Zorn. Ich habe in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Menschen gesprochen, vorwiegend über das Telefon oder Internetkonferenzschaltungen. Und es gab, grob gesagt, von allen nur zwei unterschiedliche Reaktionen auf die Situation, in der wir uns alle befanden. Entweder sie waren sehr gefasst und verstanden nicht, dass einige ihrer Mitmenschen so aufgewühlt waren, oder aber sie waren aufgewühlt, sauer, wütend oder fassungslos und konnten nicht verstehen, dass die anderen so passiv waren. Ja, ich muss gestehen, ich bin zum Teil auch mehr als überrascht, dass die meisten Menschen sich gerade alles wegnehmen lassen und sich damit offenbar oftmals recht gut zurechtfinden. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Mechanismen der Massenpsychologie einigermaßen nachvollziehen. Wir wissen, dass bei den meisten Menschen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe sehr stark ausgeprägt ist. Vor allem Personen mit geringem Selbstwert brauchen dringend den Halt der Gruppe. Wir sehen das ganz deutlich bei eingefleischten Fußballfans, die alle für sich genommen harmlos sind, aber in der Gruppe ein völlig anderes Bewusstsein entwickeln. Teil einer großen Gruppe zu sein, bietet vielen Menschen Schutz vor vermeintlichen Angreifern, in dem Fall ein Virus. Das Wir-Gefühl stärkt ihr Selbstbewusstsein. Gemeinsam können wir das schaffen. Gerade Menschen, die sonst zu keiner Gruppe gehören, weil sie Außenseiter sind, empfinden plötzlich das hypnotische Gefühl von Zugehörigkeit. Sie müssen sich nur eine Maske aufziehen und schon sind sie für jedermann sichtbar Teil einer großen und starken Gruppe, was ihnen Selbstvertrauen gibt. Manche entwickeln scheinbar auch so etwas wie ein Stockholm-Syndrom, also den psychologischen Effekt, dass Opfer von Geiselnahmen manchmal eine starke emotionale Bindung zu ihren Entführern aufbauen. So wurde festgestellt, dass Geiseln trotz ihrer Angst auch nach Beendigung der Geiselnahme keinen Hass auf die Geiselnehmer verspürten, sondern ihnen stattdessen sogar dankbar waren, dass sie freigelassen wurden. Also, schwere traumatische Situationen scheinen jegliche Logik außer Kraft zu setzen. Und hier können wir deutliche Parallelen zum Corona-Experiment erkennen. Die südafrikanische Journalistin Mandy Wiener schrieb dazu am 28. April 2020 auf News24 über genau dieses Phänomen, nämlich dass Südafrikas Präsident Matamela Cyril Ramaphosa in den Wochen des Lockdowns von vielen Südafrikanern schon fast angehimmelt wurde. Seine wöchentlichen Ansprachen waren für viele seiner Landsleute ein Lichtblick in ihrem eingeschränkten Leben. Das Stockholm-Syndrom ist eine Traumareaktion und was wir alle erleben, ist ein gewisses Maß an Trauma. Es gibt definitiv ein Gefühl, eine Vorstellung vom Kollektiv und wir haben in diesen Wochen auf Anweisungen einer paternalistischen Figur in Form von Cyril gewartet. In gewisser Weise gab es ein Trauma und wir haben uns zurückgezogen, um keine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen. Das schreibt Mandy Wiener, eine südafrikanische Journalistin und Autorin, im April 2020 bereits. Ich habe keine Ahnung, warum das Führungspersonal in diesen Krisenzeiten für mich keine hypnotisierende Wirkung hat und ich kein positives emotionales Verhältnis zu ihnen aufbauen kann. Aber ich kann sagen, dass mir meine Ablehnung der Corona-Maßnahmen mehr Ärger mit meinen Mitmenschen einbringt, als mir lieb ist. Aber da müssen wir eben alle durch. Ich war vorhin in einem Bio-Supermarkt einkaufen und wurde von einem Mitarbeiter angeschnauzt, weil ich mein Tuch seiner Meinung nach nicht ordnungsgemäß vor dem Gesicht trug. Da ich allergisch dagegen reagiere, wie ein Kleinkind behandelt zu werden, kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung. Am Ende verließ ich den Laden, ohne etwas zu kaufen. Ich kaufte also anderswo.
Das an sich ist jetzt noch nicht spektakulär. Als ich dann aber auf dem Nachhauseweg an mehreren anderen Läden vorbeifuhr und all die Menschen sah, die brav mit Maske vor Mund und Nase in langen Schlangen vor den Geschäften angestellt waren, wurde mir sehr seltsam zumute. Vor den Läden sind überall Abstandsmarkierungen, bunte Felder mit Klebeband gezeichnet. Darin stehen vermummte Menschen, die einander nicht ansehen und nicht miteinander sprechen. Mit angezogenen Köpfen stehen sie verängstigt in einer Reihe da, wie Vieh, das im Schlachthof vom LKW getrieben wird und sich für den Kopfschuss bereit macht. Milliarden von Menschen haben sich von einigen wenigen Politikern und Wissenschaftlern auf der Basis falscher Modelle und Zahlen erst ihre Bewegungsfreiheit, dann ihren Job und schließlich ihre Würde nehmen lassen. Und das Schlimmste daran ist, sie haben deswegen keine Bedenken. Sie finden das in Ordnung. Sie bedanken sich sogar dafür. Sie haben eine enge emotionale Bindung zu ihren Entführern aufgebaut. Sie sind froh, keine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Plan so gut aufgehen kann und komme nur langsam über den Schock hinweg. Nein, diese Menschen werden vermutlich nicht aufbegehren. Sie werden die Tracking-App auf ihre Handys laden und sich auf Schritt und Tritt verfolgen lassen. Denn das gibt ihnen das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Tja, und das schreibt Michael Morris bereits in seinem ersten Buch, was Mitte 2020 erschienen ist. Inzwischen gibt es einen zweiten Band. Ich weiß nicht, ob der noch verfügbar ist online. Also diesen kann man zum Beispiel bei Amazon nicht mehr kaufen, soweit mir bekannt ist. Scheint irgendwas drin zu stehen, was den Herrschenden missfällt. Aber mir gefällt das Buch sehr gut. Und ich kann Michael Morris' Gedanken komplett nachvollziehen. Und ich finde es gut, dass er solche Bücher schreibt. Und ich finde es auch gut, wenn Sie solche Bücher lesen. Viel Spaß dabei!